Ja, dann gehen wir auch direkt mal zu Omi. Und mal sehen, ob die uns irgendwie behilflich sein kann. Scheinbar weiß der Tommy ein bisschen mehr als wir im Moment. Wir werden dich umbringen. Du garstiges, garstiges Tier. So, mal sehen. Wo ist die Oma? Hey, Oma. Ah, da ist Oma. Das Licht sei mit euch. Solange die Feindschaft zwischen unseren Familien besteht, sehe ich keine gemeinsame Zukunft für Tommy, Joe und Maybell. Aber vielleicht können wir sie ja wenigstens für kurze Zeit zusammenbringen. Was kann man da machen? Nachricht an William. Ich möchte wetten, William Pestle hat einen Trank, der unsere beiden Liebenden zusammenbringen kann. Hier, bringt William diese Nachricht. Er wohnt im Gasthaus zur Höhle des Löwen in Goldhain. Ja, den haben wir ja auch schon kennengelernt. Der hat uns ja schon eine Quest gegeben. Ich glaube, es war das mit den großen Kerzen. Aber ich denke, im Moment haben wir alles soweit erledigt. Dann geben wir jetzt Billy mal seine Pastete. Und dann werden wir auch endlich die Quest bekommen, der ich seit Ewigkeiten hinterherlaufe. Wo wir dann quasi in die Mine müssen. So ein paar Erze könnten jetzt mal hier wieder auftauchen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? 14. Okay. Müssen wir mal gucken. So, da vorne ist der kleine Schlawiner auch schon. Hey Billy, schau mal, was ich für dich hab. Ah, ich bin am Verhungern. Habt ihr die Pastete für mich, Mary Lee? Ja, bitte sehr. Und jetzt sag, wo die Kette ist. Lecker. Diese Pastete ist perfekt. Ich glaube, langsam kommt mein Gedächtnis wieder. Goldzahn. Ich habe in der Nähe von der Tiefenschachtmine gespielt und da habe ich, glaube ich, die Kette von der alten Dame fallen gesehen. Frag mich nicht, wie die da hingekommen ist. Ich war es nicht. Na egal, jedenfalls habe ich diesen großen Kobold gesehen. Der hatte einen Goldzahn und der hat die Kette aufgehoben und ist zurück in seinen Bau über der Mine gerannt. Wenn ihr diesen Kobold findet, dann findet ihr auch die Halskette. Ehrlich, ich schwör's. Alles klar. Goldzahn ist der, den wir suchen. Und dann können wir uns auch eigentlich direkt auf den Weg in die Mine machen. So, ich denke, wir werden durch den oberen Eingang die Mine betreten. Ich weiß allerdings nicht mehr, welcher der kürzere ist, aber wir gehen mal oben lang. So, mal sehen, ob wir hier an der Seite vorbeikommen. Diese Fähigkeit ist... Na, jetzt ist der zweite da. Okay. Und der dritte läuft auch, ja? Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Dass wir hier ein bisschen uns entfernen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, das könnte jetzt wieder böse enden. Nicht bereit. Oder? Na? Gut, dass wir jetzt Siegesrausch hatten. Ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ja, schaut gut aus. Sehr schön. Und ein Level Up. Wunderbar. Level 7. Prima. Neue Fähigkeit verfügbar, Verwunden. Die werden wir uns dann auch demnächst gleich holen, sobald wir hier mit der Höhle fertig sind. So, können wir nicht anstürmen. Super. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Diese so, mal sehen. Ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Alles klar. So, links ist noch einer. Und er hat uns schon gesehen. Nicht genug. Oh, und jetzt sind schon wieder zwei. Nicht tun. Blöde ist, im Moment haben wir noch keine Skills, mit denen wir mehr Gegner angreifen können. Diese Fähigkeit ist da haben wir später auf jeden Fall ein paar davon. Aber im Moment ist das alles noch ein bisschen kompliziert, wenn wir gegen mehrere kämpfen müssen. Noch nicht tun. Aber es läuft soweit eigentlich noch ganz in Ordnung. Nicht bereit. Sehr schön. Einmal aufgehoben. Und wir haben sogar schon ein paar Goldstaub und Kerzen eingesammelt. Sogar fast schon die Hälfte. Wunderbar. Ratte von Sturmwind. Können wir dich auch lieben? Böse neutrale Viecher. Also Ratten und keine Ahnung was. Diese ganzen bösen Viecher. Die müssen wir umbringen. Da gibt's dann auch einen Erfolg. Oh, Kammerjägerei. Ja, Otter, Feuerkäfer, Mäuse. Oh, wir müssen Eichhörnchen umbringen. Das ist jetzt aber nicht nett, Blizzard. Ich hätte gesagt, Eichhörnchen muss man lieben. Naja gut, lassen wir das. Lassen wir das, sonst werde ich hier noch ganz traurig. So, mal sehen. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Brauche mehr Wut. Ich mag diese Kupferader hier. Kann ich noch nicht tun. So, kein Gegner in der Nähe, super. Brauche mehr Wut.
Fähigkeit ist noch nicht bereit. Und wir haben wieder einen Debuff drauf. Rüstung um 50% verringert. Sehr schön. Also eigentlich nicht schön, aber... Hier sehen wir quasi unseren zweiten Debuff. Der erste war ja das mit dem Gift, wo uns alle paar Sekunden mal Naturschaden zugefügt worden ist. Sehr schön. So, mal sehen, wo wir lang müssen. Bin mir da jetzt gar nicht sicher. Sollen wir mal hier hinten lang? Ja, schauen wir mal hier hinten lang. Irgendwo hier muss auch Goldzahn sein, ich glaube. Ich glaube, irgendjemand anderer war gerade hier. Aber hier sind erstaunlich wenig Gegner. Wir können übrigens auch mit Slash... mit so einem Slash-Befehl Gegner in unserem... ja, als Ziel markieren. Wenn er in der Nähe ist. Er ist sogar tatsächlich in der Nähe. Das müssten wir nur finden, wo er ist, aber... das ist jetzt noch nicht so klar. Also er ist auf jeden Fall außerhalb unserer Reichweite. Weil das hier ein bisschen... ja... quasi halb transparent angezeigt wird. Aber ich wüsste gern, wo der ist. Kann ich noch nicht? Ist er da hinten? Noch nicht bereit. Nee, das ist ein Tunnelgräber. Mal sehen, dann werden wir den auf jeden Fall jetzt erstmal suchen müssen. Das Blöde an der Höhle hier ist ja, dass sie quasi aus zwei Etagen besteht. Das heißt, der kann jetzt auch genauso gut über oder unter uns sein. Ich weiß das gar nicht. Oh, okay. Können wir hier hinten lang? Schauen wir mal. Ah, das kann gut sein, dass er hier hinten ist. Schauen wir da auf jeden Fall mal hin. Humanoide Viecher. Da steht ja jetzt Kobold Tunnelgräber Level 6 Humanoid, da rechts in dem Infofenster. Humanoide Gegner rennen gerne mal weg, wenn sie kurz vorm Abkratzen sind. Da müssen wir auch mal aufpassen. Gut, hier geht's nicht weiter. Würde ich sagen, schauen wir mal in den anderen Gang. Ja, die flüchten gerne mal. Das ist ein bisschen nervig, weil die flüchten dann immer in andere Gegnergruppen rein. Und holen die dann quasi, ja, geben Bescheid und die kommen dann alle zusammen auf uns zugestürmt. Muss man immer gucken, dass wir sie quasi während der Flucht umnieten. Weil sonst haben wir es höchstwahrscheinlich in den nächsten paar Sekunden mit mehr Gegnern zu tun. Und das kann sehr schnell mal tödlich enden. So, ich bin echt mal gespannt, wo der ist. So, sehr gut. Dann gehen wir hier mal rechts lang. Weil da vorne wieder ein Erzvorkommen ist. Du darfst mal kommen. Oh, jetzt sind sie zu zweit. Aber Siegesrausch ist noch aktiv gewesen. Prima. Haben wir nochmal Glück gehabt. Sind wir irgendwo Goldzahn? Nee. Kein Goldzahn. So, sehr schön. Schauen wir mal, ob wir an dem vorbeikommen. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Sehr gut. Ist noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Sehr schön. Einmal das Erz abgebaut. Wunderbar. Dann mal weiter Goldzahn suchen. Und das Blöde im Moment ist, dass wir auch keine Distanzwaffe haben. Könnten wir uns eigentlich mal besorgen, weil damit könnten wir jetzt quasi hier ja, eine Kugel auf ihn schießen und der würde angestürmt kommen. Ohne, dass wir in seine Nähe müssen. Brauche mehr Mut. Aber da hinten kommt gerade noch einer. Das heißt, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Achten darauf, dass hinter uns keiner ist. Noch nicht bereit. So. Ist noch nicht bereit. Der kommt jetzt wahrscheinlich auch angelaufen. Ja. Einmal Siegesrausch drauf. Einmal einen Stoß. Und schon ist er tot. Hey, wir haben sogar alle Kerzen jetzt eingesammelt. Das heißt, wir brauchen nur noch ein bisschen von dem Staub, von dem Goldstaub und... Goldzahn müssen wir finden. Was sich irgendwie gerade ein bisschen schwieriger erweist als gedacht. Weil ich habe echt keine Ahnung, wo der ist. Ich bin außer Reichweite. So. Hm, mal sehen. Ah, jetzt langsam irgendwo da vorne müsste der aber sein. Weil so mega riesig ist die Höhle jetzt auch nun wieder nicht. Kobold-Tunnelgräber, Kobold-Tunnelgräber. Hm, jetzt sind wir... bei dem anderen Ausgang. Ich laufe jetzt einfach mal wieder weg. Weil das zieht sich sonst ein bisschen sehr lange hin. So, jetzt müssen wir kurz überlegen. Hier vorne waren wir. Da waren wir. Hier in dem Gang waren wir.
Da war nichts. Dann müssen wir uns wohl oder übel wieder in die andere Richtung durcharbeiten. Noch nicht bereit. So, perfekt. Und der nächste hinterher. Hm, Goldzahn, Goldzahn, Goldzahn. Wo hältst du dich auf? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Was ist das Blöde mit diesen mehrstufigen Höhlen? Weil da hat man teilweise echt keine Ahnung, wo sich die Gegner aufhalten. Tun wir erstmal ihn, okay. Aber das gibt gute Erfahrungspunkte hier. Sehr schön. Das heißt, ganz für umsonst verschwenden wir hier unsere Zeit auch nicht. Aber ich sehe hier immer noch keinen Goldzahn. Alles klar, einmal, du darfst auch herkommen. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht sehen. So, mal sehen. Hier vorne ist wieder Erz, das nehmen wir uns natürlich mit. Noch nicht bereit. Oder? Nee, wo ist denn das? Hier auf der Karte wird es doch angezeigt. Diese Fähigkeit ist noch nicht mal gucken. Bereit. Rechts von uns. Kann ich noch nicht tun. Ich habe kein Ziel. Das möchte ich natürlich noch haben. Aber ich glaube, das ist ein Stockwerk höher. Ja, hier ist nichts. Dann ist wahrscheinlich auch Goldzahn dort oben. Da machen wir uns da mal direkt hin. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Na, ich denke, diesmal sind wir richtig. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, sehr schön. Und dann mal gucken. Hier vorne sind wir, glaube ich, hergekommen. Dann laufen wir mal in diese Richtung. Ja, stimmt. Von hier sind wir gekommen. Da haben wir das Erz abgebaut und sind hier links in den Gang reingelaufen. Noch nicht bereit. Das heißt, wir laufen jetzt mal hier hinter und da müssten wir dann auch Goldzahn finden. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. So, jetzt ist von hinten nochmal einer gekommen. Wunderbar. Noch nicht tun. Dass wir auch keine Sekunde unsere Ruhe haben. Und uns regenerieren können. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Also die respawnen hier echt ziemlich schnell. Das ist schon grenzwertig. So, Kobold-Minenarbeiter. Wunderbar. Nicht tun. Noch nicht bereit. Wo ist dieser Goldzahn? Noch nicht tun. Noch nicht bereit. Da geht's hoch. Okay. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Mal sehen. Kann ich noch nicht tun. Ich sehe immer noch keinen. Oh, jetzt kommen sie zu zweit, okay. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Einen bestimmten Skill hätte ich jetzt gerne schon. Können wir mal gucken, wann wir den bekommen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Wo ist das denn? Noch nicht bereit. Ist das ein Furor-Skill? Komisch, wo ist denn das? Ah, Donnerknall, alles klar, kommt auf Stufe 9. Das ist sehr, sehr nützlich. Damit können wir quasi so, ja, einen Donnerknall verursachen, der die Gegner um uns rum verlangsamt. Dadurch können sie uns eben nicht so schnell angreifen, dadurch fressen wir direkt weniger Schaden. Das ist ganz nützlich, wenn man gegen mehrere Gegner kämpft. Noch nicht tun. Aber wenn es so weitergeht, dürfte das ziemlich schnell hinhauen. Jetzt haben wir Level 7 schon fast die Hälfte fertig. Oh, jetzt sind es wieder zwei. Aber ich denke, da hinten ist er dann endgültig. Und dann können wir die Höhle auch endlich wieder verlassen. Die Musik hier ist auch ein bisschen creepy. Da hätte ich gern wieder die epische Musik von draußen. So, sehr gut. Perfekt, jetzt warten wir kurz, dass sich unser Leben regeneriert. Ja, jetzt sehen wir ja quasi 112, 142. Das geht noch richtig, richtig schnell. Das wird im... Ja, nicht mal im späteren Spielverlauf, sondern ziemlich bald nicht mehr der Fall sein. Ich denke, so ab Level 10 normalisiert sich das ein bisschen. Und dann müssen wir auch wirklich zwischendurch mal was essen. So, mal sehen. Herr Goldzahn, wo sind Sie? Ist zu weit entfernt. Komisch, das schaut hier wieder aus wie eine Sackgasse. Kann ich nicht tun. Noch nicht bereit. Naja, mal sehen. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Eigentlich haben wir hier jetzt schon viel zu viel Zeit verschwendet. Noch nicht bereit.
Nee, der ist in der Nähe. Der ist auf jeden Fall in der Nähe. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Es wäre schön, wenn es uns auf der Karte angezeigt werden würde. Leichnam? Wo ist hier ein Leichnam? Das hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Goldzahn, wo bist du? Er ist, wie gesagt, in Reichweite. Aber wo genau? Komisch. Also wir sind jetzt eigentlich alles abgelaufen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen komisch. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich würde sagen, wir gehen mal aus der Mine raus. Ach, ich verlaufe mich hier schon wieder. Wir gehen mal aus der Mine raus und betreten ihn mal durch den anderen Eingang. Eventuell haben wir da mehr Glück, ich weiß es nicht. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Mut. So. Noch nicht bereit. Brauche mehr Mut. Kann ich noch nicht tun. Auf geht's, Merrily. Sehr schön. Ist er immer noch in Reichweite? Er ist tatsächlich noch in Reichweite. Ich wüsste gern, wo der ist. Das regt mich jetzt schon ein bisschen auf. Wir haben jetzt die Höhle fast zweimal quasi abgeklappert. Aber immer noch kein Goldzahn in der Nähe. Komisch. Wenn er jetzt draußen irgendwo rumsteht, dann flippe ich aus. Also das schon mal vorweg. Weil früher war der immer in der Höhle drin. Wenn er jetzt draußen auf uns wartet, dann muss ich, glaube ich, mal über Blizzard flamen. Also er wird immer noch angezeigt, dass er in der Nähe ist. Ich bin jetzt echt überfragt. Wir gehen jetzt einfach mal hier unten lang. Kommen wir an dem vorbei? Noch nicht bereit. Ja, schaut gut aus. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit, kann ich noch nicht tun. Oh, hier ist nochmal Erz. Wunderbar. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Bauen wir natürlich direkt ab. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist